Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1404 Venedig. So, was haben wir das letzte Mal erreicht? Wir haben Adlige in unsere Siedlung aufgenommen. Und die sind nicht so cool drauf, wenn man die so hängen lässt. Und da möchte ich einmal wieder ausbauen und so. Wir haben jetzt ziemlich jede befleckte Scheiß hier schon hingekackt, außer das so hier hinten. Und da könnten wir noch mal unsere Farmen noch bauen hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, wieder verbinden. Leinen hier. Und dumm. Haben wir eine funktionierende Handelskette. Fertig. Sehr schön. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Die füllen wir auf. Und jetzt zählt ihr mal an hier. Ich sehe unten die Adligenanzahl ist 840 und die Patrizier sind 825. Und seht man hier die Häuser, 21 Häuser. Und hier haben wir 33 Häuser. Also wirklich gut sind die drauf, hier die Patrizier, die Adlige, sorry, Adligen, nicht Patrizier. Komm schon, enttäusch mich nicht. 30 pro Stück wollen die mich verarschen hier. So, fertig. Hingeschissen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, dann sollten sie es aber gut gehen. Die wollen mehr Lederwämse und die wollen mehr Stoffwämse. Das sieht man auch an dem schon an den Kleider hier oben. Ich helfe euch. Die Adligen wollen hier nichts mehr sagen. Sind es eigentlich die oberste Stufe hier im Spiel? Ich schau mal nach. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn es noch etwas gäbe, aber. Oh. Ich habe nur die. Ich komme gleich wieder. Ich will nur etwas sehen, denn. Ob die Adligen die höchste Stufe in diesem Spiel ist. Kommt gleich, ihr seht mich vielleicht, aber. So, da bin ich wieder. So, habe jetzt das Ding hier mitgeschissen, mitgenommen, mitgekackt. Hier. Das Ding hier. Und hier sehe ich doch gleich, schneller steigt einer besiedeln, ist 18. Ja, wir haben hier die höchste Stufe. Schon erreicht. Cool, ne? So, was gibt's noch hier? Gebäude und Zivilisationsstufen. Sehr toll. Es gibt genau 4 Zivilisationsstufen. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir sind jetzt auf der höchsten Zivilisationsstufe. Haben anders gemeistert. Außer jetzt könnte man noch die Nomaden hier verbessern. Ich helfe euch gerne aus. Ein fairer Handel. Die wollen eine Moschee, sollen sie haben, die Moschee. Der Sultan macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Nee, kommt, jetzt müssen wir mal ein Schiff hier machen. Orientalische Werft. Schieße. Oh, nee, wir brauchen das Ding. Mosaik. Ton bekommen wir. Hier und ich komme. Ich bin jetzt mal so komm faul. Schon. Enttäusch mich nicht. Ich bin jetzt mal so faul und mach an einem anderen Ort eine neue Siedlung auf. Im Namen des Herrn, wascht eure Seele rein.
Selbst der Kaiser würde sich in dieser Stadt wohlfühlen. Danke. Auf jeden Fall, die Häuser sehen verdammt geil aus hier. Sehr schön detailliert mit allem drum und dran. Also wirklich Lob für die Anno-Spieler hier. Ist eigentlich von Sunflower? Nee, von Ubisoft. 14.04 ja von Ubisoft, aber ich glaube, das 15.03 noch von Sunflower oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist eine Schweizer Firma oder irgendwas. Das habe ich gehört letztens. Und sehr cool, dass hier eine Schweizer Firma so ein Weltspiel aufgeschmissen hat. Orion. Opernmusik. Immer wieder schön zu sehen, wie man Opern spielen kann. Und hier nach unten. Oder da? Wir machen nah da. Einer ihrer Betriebe stellt keine. So ist es recht. Sim-param-tum-tum. So, was haben wir hier? Zimp. So. Haben wir jetzt sozusagen die halbe Insel für uns. Mit Gold. Was? Wie? Es reicht ja hier nirgends hinzusetzen. Wir bräuchten ein größeres Ding. Eine größere Fläche. Torhaus. Jö. Ein Ecktürmchen. Zwinger. Ein Medikus. Der Sultan wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Okay, haben wir hier, müssen noch zwei Medikusse bauen. Baumaterial, komm schon. So haben wir die ganze Stadt hier mit Medikussen besetzt. Fisch. Der Sultan wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Lasst von euch hören, wenn die Zeit gekommen ist. Das werde ich. So, Hammer. Das gefällt mir. Ein paar Indigo. Komm schon, enttäusch mich nicht. Und hier könnten wir ein paar Ton hinbauen. Ein paar ist zu viel gesagt. So, haben wir hier. Müssen wir dann wieder Holz holen gehen von oben. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Steig doch mal auf hier. Müssen wir noch mehr Fische anbeten oder was ist denn hier los? Soll doch genügen jetzt die Fische oder was ist denn wieder los? So, Holz haben wir wieder hier. Ich würde sagen, Holz nehmen wir gerade ein bisschen mit und das auch. Oh, wir sind schon voll. Wir sind schon voller Jungs. Nach Ihnen wurde ein neuer Erfolg zuteil. 500 Tonnen Glas in einer Partie. Schön, oder?
Das Schiff ist angekommen. Und wir können wieder Ton bauen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, Ton haben wir. Teppichknüpferei können wir eigentlich hier bauen. Und jetzt hier irgendwo wird haben wir genug Ton. Quarz, aber Ton haben wir noch nicht. Das ist scheiße. Ja, Ladespielstand. Speichern. Sehr schön. Spiel gesichert. So, wir haben noch ein paar Minuten. Und dann ist sie auch wieder vorbei, diese Partie hier mit uns. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Uiuiui, hier geht's ja wieder ab. Dann gehen wir nach oben in unser gutes Heimatchen. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Komm schon, enttäusch mich nicht. So, mal abreißen hier. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Jetzt machen die hier Mosaik ganz draus. Nach meinem Geschmack. Was brauchen die denn Mosaik? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wer oder was braucht Mosaik? Ihr habt viel über den Orient gelernt. Okay, wir brauchen noch die Hälfte. Reicht eigentlich der Ton aus? Komm, wir holen nochmals Ton. Komm schon, enttäusch mich nicht. Ansonsten sind wir jetzt ein bisschen knapp hier. Wir sind gerade in einer Zwickmühle, denn wir müssen eine orientalische Werft bauen. Ansonsten haben wir kein Schiff mehr zur Verfügung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und somit könnten wir eigentlich auch nicht, eine Produktion kommt unsere zum Schiffe Erliegen. Dann für den nächsten, für das Rennen zur Verfügung zu stellen. Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. 40 Minuten, das schaffen wir doch, oder? Hoffe wohl. So, und jetzt geht's ab in den Mosaiken hier, möchte ich mal sagen. Ansonsten wäre ich stinke sauer. Sauer. Wie eine Gurke. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Welche Noria denn wieder? Hat's heute geschlagen. Schiff fertiggestellt. So, mal hier hin. Dann von da. So. Handelsroute 2. Von da bringst du das mit. Und hier ladst du das ab. Und das Schiff. Schiff fertiggestellt. Genau. Wir nehmen uns jetzt, was uns zusteht. Ach, Spaß, was ist denn das? Nee, oder in Aschbad. Schiffsbau abgeschlossen. Ja, wie kommen die da hin? Ein gutes Geschäft.
Ach so, Was ist? Lass sie uns jetzt... Gute Entscheidung. Wenn es weiter nichts ist, womit ich... So, Boah, ich steige die Anzahl auch ganz hoch. Was ich jetzt machen wollte, haben wir ja... Genau, für den Ton. Komm schon, enttäusch mich nicht. Für den Ton brauchen wir ja auch noch etwas. Nee, könnten wir es eigentlich auch mit der anderen Route machen. Nee, wir müssen ja noch eine Route machen mit dem Ton, da er zu uns kommt. Und das eine Schiff nehmen wir mit. Wir gehen wieder in Wohnhaus aufgestiegen. Die Gewürze gehen nieder. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Finde ich gut. Sehr toll. Danke. Ja, Gewürze werden langsam knapp hier in der ganzen... Karawanen-Scheiße. Holz. Wir brauchen Holz. Ein paar Steinchen wollte ich auch gleich mitnehmen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Was denn nur eine Produktion kommt zum Erliegen. Unser aller Bemühungen für diese Stadt tragen goldene Früchte. Ja. Wann kommt das andere Schiff hier an? Hallo, Schiffelchen. Komm schon, enttäusch mich nicht. 10 Tonnen Gewürze, okay, das ist wenig. Ich hab gesagt, Schiff, du musst... Ach no, ist ein anderes Schiff gewesen. Das ist, war das da. Einer abliefern! Keine Waren mehr hier. Und jetzt machen wir Gewürze hier mal eine Runde. So. Gewürze. Ein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken. Doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Toll, oder? Wirklich toll. So, ja, ich helfe euch gerne aus. Ja, ja, ist gut. Ja, machen wir noch das hier fertig und dann würde ich sagen, dann sehen wir beim nächsten Part uns wieder. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? So, haben wir die Felder hier, haben wir die Felder dort. So, ich hoffe wohl, es gibt mehr Gewürze. Ich hoffe es. Ansonsten willst du mich hier ankacken. Die Moschee soll hier noch gebaut werden. Moschee ist ja am anderen Ort. Die ist hier. 20. Von diesen Mosaiken brauchen wir noch. Und dann hören wir auf. Alles gut. Eine Produktion kommt. Salam alaikum. Ich danke euch im Namen des Sultans. Und nach unten wieder. Komm schon. Schon gut, wir brauchen das nicht.
Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oder nee, warte mal. In ihrer Siedlung liegen nur... Es ist erstaunlich, wie schnell eure Stadt wächst. So, jetzt haben wir wieder... So, jetzt machen alle hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und jetzt steigen alle auf. Scheiße. Sie brauchen Mosaik. Ein wenig mehr Wohlstand und bestimmt werden weitere Gesandte hierher ziehen. Inshallah. Ja, wir brauchen Mosaik. Aber die Produktion kommt zum Erliegen. Ich wollte eigentlich schon lange aufhören zu aufnehmen und so, aber wenn wir hier noch weitermachen... Es geht doch. Okay, es geht noch. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, jetzt steigt man aber auf, verdammte Scheiße. Die wollen Kaffee. Die wollen weißer Geier, Scheiße, was? Wunschdenken. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Komm schon, enttäusch mich nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, liebe Freunde, damit möchte ich auch gleich sagen, wir sehen uns dann in einem nächsten Part wieder. Denn es ist mit der Zeit zum Ciao sagen. Länger von Bedeutung. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Adios, amigas. Tschüsschen.